Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seinfeld mit einer 4 dahinter. Jo, ich bin's wieder, euer 1986, der oh, viele Kommentare bekommen hat. Unter anderem brauche ich vorerst meine Tafel nicht, deswegen ich vertraue euch, lege ich sie ab. Der Wunsch wurde geäußert, ich soll doch mal das Eisen 6 oder das Eisen 9 mitnehmen und um dem mal zu zeigen. Aber da steht da, der könnte leicht brechen und deswegen will ich den noch nicht mitnehmen, weil vielleicht brauche ich den dann später noch. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Zusätzlich dazu mault ihr immer wieder rum. Warum guckst du denn nicht so oft aus dem Fenster? Oder warum machst du nicht so oft Radio an? Bitteschön. Da habt ihr euer Radio gehabt, Fernseher, kann ich auch kurz nachgucken. Alles kein Problem, kommt ja alles rein. Oh, wie erwartet, kein Strom. Ich soll öfter beim Hasen vorbeischauen. Wie oft soll ich denn dann noch vorbeischauen? Ja, das kennen wir ja mittlerweile alles. Da. Hase? Hintern. Hase? Hintern. Hase? Hintern. Hase. Okay, da habt ihr wieder den Hasen gesehen. Ja, und einige von euch lieben das, wie ich Hase sage. Hase! Hase wer. Zusätzlich dazu ist euch aufgefallen. Hey du. Und ihr habt verdammt nochmal richtig recht. Es sind zwei Fingerabdrücke dazu gekommen. Und beide sind rot und blutverschmiert. Mein Gott, worauf ihr alles achtet, Leute. Da finde ich gar keine Zeit zu. Und was guckt dieser alte Typ mich da hinten so komisch an? Und ihr wünscht euch, dass ich mehr aus dem Fenster gucke. So, Leute, ich hoffe, ihr werdet es dann jetzt gleich nochmal verstehen. Ich bin jetzt in meinem Dark Room. Dieser Room ist fehlerhaft. Das bedeutet, dieses Schwarz ist eigentlich nicht schwarz, sondern hat eine Textur. Diese Textur wird aber bei mir nicht richtig angezeigt. Warum wird sie nicht bei mir richtig angezeigt? Weil ich eine DLL entfernen musste. Ja, und das war jetzt der Sound von meinem E-Mail-Programm. Wenn ich jetzt rausgucke, haben wir Schwarz. Warum haben wir Schwarz? Liegt ebenfalls an dieser fehlerhaften Textur. Ich kann es nicht ändern. Ich würde es gerne ändern, aber es geht nicht. Und wo ist jetzt dieser blöde Ausgang hier? So rum. Da ist er. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, begeben wir uns wieder zurück und machen was. Das Loch hat sich wieder verändert. Und ich glaube, ich kann Kinderstimmen hören. Möchten Sie hineinsteigen? Nö. Erstmal möchte ich mich dann umgucken. Jedes Mal, wenn sich das Loch verändert, verändert sich nämlich auch so ein bisschen die äußere Umgebung. Nö, es ist nur größer geworden, das Loch. Ja, das ist. Es wächst. Es wächst. Irgendwann kommt ein riesengroßer Wurm oder so daraus. Ich sehe es ja kommen. Ich warte ja eigentlich nur auf so einen Blödsinn. Und da ist mal wieder mein schöner The Ring-Übergang. Der ja auch vielen von euch aufgefallen ist. In welcher Hölle bin ich diesmal gelandet? Und ihr habt mir gesagt, es gibt zwei Welten, das heißt, ich besuche jede Welt noch einmal. Also alles, was ich jetzt vergesse, denke ich mal, kann ich mir dann auch später nochmal holen. Wenn nicht, dann, naja, ich versuche so viel zu mir möglich zu holen, das kennt ihr ja von mir. Und, ja, ne? Ihr kennt es halt eben, wie gesagt, von mir, deswegen lasst euch überraschen, ob ich alles finde oder nicht. Tipps? Ja? Spoiler? Nein? Und, Mimimi? Könnt ihr mal eingeben? Nö, wir holen dich nicht raus. Nein! Nein! Wir lassen dich nicht raus! Weiß gar nicht, wer du bist. Okay. Ja, und Mimimi könnt ihr mal eingeben bei, so, ich weiß jetzt nicht, welche Richtung. Ich gehe jetzt erstmal in die Richtung, außerdem ist hier eine Tür. Bei YouTube. Und da werdet ihr bestimmt was Tolles finden. Und was ist das, bitteschön? Ich sehe nichts. Och, ist das Absicht oder ist das jetzt wegen meinem dummen Fehler? Wenn das jetzt wegen meinem dummen Fehler ist, dann krieg ich's kotzen. Dann. Hallo. Ja, er ist wieder rausgegangen. Wunderbar. Leute. Es sieht wohl so aus. Das Schloss ist kaputt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Kill me. Kill me.
Yep, es sieht verdammt nochmal so aus, dass ich jetzt erstmal hier wieder nicht rausfinde. Doch, da ist der Ausgang. Dass ich die Aufnahmequalität umstellen muss. Ach, da ist er. He's gonna kill me. Walter's gonna kill me. He's gonna kill me. Okay. Sie ist verschlossen und ich kann sie so nicht öffnen. Das ist natürlich wieder toll. Oh, da liegt was. Da liegt was. Ja, danke. Da liegt ein hastig beschriebener Zettel auf dem Boden. Glück gehabt, ich bin endlich aus der Zelle entkommen, habe mich entschlossen, mich vorsichtig im Gebäude umzusehen. Am unheimlichsten war das erste Untergeschoss. Im Nordosten eine Küche, aber nebenan im Nordwesten eine Todeskammer. Man braucht eine mir unbekannten Zahlenkombination, um hineinzukommen. Und es war zu dunkel, um die Tasten zu sehen, also konnte ich nicht hinein. Sie legen die Erkundungsnotiz in ihr Notizheft. Ja, ja, machen wir doch später noch. Das Schloss ist kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Scheint ein riesengroßes Gefängnis oder sowas zu sein. Und auch dieser Raum ist für mich gerade noch nicht einsehbar. Leute, das Schloss ist kaputt. So, jetzt habe ich hier doch eigentlich alles erforscht. Ja, gut. Dann werde ich jetzt das Spiel... Ne, ich werde Benz noch nicht. Ich gucke mir jetzt erstmal noch draußen um. Falls ich raus kann, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt raus kann, dann gucke ich mich noch draußen um. Ansonsten, werde ich das Spiel beenden, werde diese wunderschöne DLL wieder in den Ordner ziehen, damit das Spiel funktioniert, beziehungsweise... Halt die Klappe da! Och, ja, ist doch gut, ich bin ihm gerade am Erzählen, sei ruhig. Ja, damit die Texturanzeige wieder funktioniert in diesen Räumen. Das bedeutet aber für mich auch ein bisschen mehr Arbeit, das heißt, wundert euch nicht, wenn die nächsten paar Folgen dann qualitativ etwas schlechter werden könnten. Liegt leider Gottes an, ja, an der Verarbeitung von dem Spiel. Ich kann es nicht ändern. Aber hier haben wir ein Rückgangsloch, das finde ich sehr gut. Weil dann kann ich nämlich in der Wohnung speichern. Es ist ein hastig beschriebener Zettel. Es entstand ein großes Loch. Direkt vor meinen Augen. Ich bin hindurchgeklettert und lasse nicht den richtigen Text vor. Um zum Überwachungsraum in der Mitte des Komplexes zu kommen, muss man die Leichenrutsche in den Zellen verwenden. Diejenigen in den Zellen im Erdgeschoss und im ersten Stock sind verschlossen, damit die Kinder sie nicht entdecken. Man muss also über eine Zelle im zweiten Stock ins Erdgeschoss gelangen. Ich weiß, wie man's macht, aber es geht mir echt auf den Geist. Außerdem funktioniert das Licht nur im zweiten Stock. Sie legen das Tagebuch des Wachmanns in ihr Notizheft. Okay. Der Wachmann ist genauso, Ach so, ja, das ist jetzt der Rückweg. Ich dachte jetzt schon, dann würde was Neues kommen. Aber ja, das Anfangsvideo sah ein bisschen anders aus als sonst. Und wir wachen wieder auf in unserem Zimmer, was gleich wahrscheinlich sehr, sehr dunkel sein wird. Ja, natürlich ist es sehr, sehr dunkel. Aber... Ab gleich dann nicht mehr. Ja, hier ist ein Bild oder so. Da ist die Tür. Super. Ab gleich dann nicht mehr. Oh. Die haben entweder den Fernseher angemacht. Schnell, mach das Videoband raus! Erinnere mich nicht, dass ich das eingeschaltet habe. Ja, mach's so aus. Selbst wenn ich den Strom ausschalte, bleibt der Bildschirm an. Ja, das hast du jetzt in dieser 100. Sekunde mal ausprobiert. And now the news. Yesterday, Wally the Walrus, a longtime resident of the Springfield Zoo, gave birth to a healthy baby walrus pup named Buttercup. Butterblume ist nochmal auf die Welt gekommen! Butterblume 2! Yay! Noch mehr Butterblume? Ne, leider nicht. Schade. Ja, Leute, dann beende ich die Folge. Nein, warte. Na, das kriege ich noch reingequetscht. So, gucken wir nochmal. Harte. Es fehlt wirklich, wie ihr schon gesagt habt, dass sie sich irgendwann umdreht und, weiß ich nicht, mit mir spricht oder so. Oder sich umdreht und sagt, I kill you. Ja. Egal. Mal gucken wir nochmal kurz raus und dann beende ich auch die Folge und dann sehen wir uns schon mal in der nächsten Folge dann gleich wieder. Die dann, Hallo. Suchst du immer noch nach dem Schlüssel? Ja. Dann ist gut. Mach das mal. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich dann die Grafik etwas umarbeiten muss, beziehungsweise die danach bearbeiten muss. Das heißt, mehr
Ja, Friemelei für mich, für euch wird alles so bleiben wie immer, wahrscheinlich von der Qualität auch her. Ich weiß es noch nicht zu 100%, ihr werdet es dann sehen. Aber auf jeden Fall seht ihr dann, ja, wie das Spiel sonst aussieht. Ja, also, ne, unsere Räume funktionieren dann hoffentlich wieder vernünftig. Ich bin Hell und 9680, wir spielen Silent Hill 4. Bis dann!